Aloha und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir haben erfolgreich gespeichert. Wir werden jetzt erstmal hier diese Sträucher wegpacken. Achso, ich habe schon zu viele. Dann kann ich doch irgendwo, da ist Stein, Stein. Achso, das war wieder dieses Problem, dass ich keine Ahnung habe, wo der Lockhole dahin ist. Genau. Wir werden erstmal kurz einen Schluck trinken. So, dann werden wir Beeren essen. So, muss ich gedrückt halten, genau. Gucken, ob wir damit satt werden. Dann können wir uns nämlich die... Ja, es passt schon. Da haben wir nämlich noch zwei getrocknete Hasen und zwei Echsen. Vielleicht können wir uns mal noch so ein paar Viecher... So, es muss doch hier irgendwo einen Stickholder gegeben haben. Das kannst du... Da, Stickholder. Dann können wir mal hier die ganzen Sticks aufsammeln. Eigentlich hier noch einer. Ich habe doch hier gerade noch einen gesehen. Spinne ich denn jetzt? Ein bisschen was zum anderen. Dann nehmen wir die hier, zack, zack. So. Was wollen wir? Wir haben unsere Plattform fertig. Ich wollte irgendwo eine zweite Plattform anbringen. Natürlich, die ganze Zeit, wenn ich gucke, ja, nö, Sonne passt. Und jetzt, wo ich anfange aufzunehmen, da kommt dann die Sonne richtig raus und ich sehe wieder so schlecht. Aber egal, soll uns nicht abhalten. Ich denke, ich werde von der Plattform einfach da drüben die nächste dran bauen. An das Bäumchen. Dann eine Brücke rüber, weil zu dem Baum ist jetzt nicht so... obwohl... Na, wir gehen da mal hoch, schauen uns da mal um. Vielleicht ist der andere Baum doch gar nicht so schlecht. Dass wir erstmal anfangen, neben dieser Plattform hier direkt noch eine schöne Plattform zu bauen. Wo haben wir es denn? Das ist, glaube ich, Custom Building und dann... also das mit der Rock Wall, das finde ich immer noch geil. Also das könnte ich mir mal überlegen, ob ich das nicht bauen möchte. So, genau, eine Tree-Plattform würde ich gerne da dran. Jetzt müssen wir das ein Stück drain. Passt das jetzt? Ne, passt nicht. Ich möchte aber den Strick gerne bei mir hier hinten haben. Sieht das jetzt so gut aus? Ja, ich denke, das passt so. So, dann brauchen wir jetzt wieder Loks ohne Ende. Ah, ein Seil habe ich noch. Wie viele Seile habe ich denn noch? Könnte ich mal direkt nachgucken. Seil habe ich noch drei. Also ohne Seil wäre mir das zwar eigentlich lieber, aber... So, hier hinten haben wir noch unseren Rabbit Cage. Gehen wir mal gucken, was da abgeht. Kann ich Steine mitnehmen? Ja, kann ich so natürlich. Also ich bin echt begeistert, wie toll dieses Ding hier funktioniert. Also gigantisch. da hinten sind Hasen. Wir werden uns jetzt erstmal noch so einen Hasen mitnehmen. Kleines Häschen. So, Häschen haben wir. Da war doch irgendwo noch eins. Ja, damit wir noch ein bisschen unseren Dingens da aufrüsten. Ein paar mehr Essenssachen da dran. Oh, da ist der Hase. Könnte nicht schaden. Ach, das hat er uns schon mal mitgekriegt hier. So, da, ja. Ah, den habe ich nicht erwischt. Gut. Versuchen wir ihn da. Schön. So, zweiten Hasen. Die anderen nochmal wiederfinde? Wahrscheinlich eher nicht. Hase! Wo bist du, Hase? Sehe ich nicht, ich bin blind. Egal, was soll's. Dann werden wir jetzt erstmal kurz die Hasen aufhängen. Schön rumwuseln. So. Inventar. Ach, da, wir haben sogar noch eine Echse. Dann rüsten wir die Echse aus.
hängen sie hin. Wir rüsten Hasen aus, hängen den hin. Noch ein Hasen, hängen den auch hin. Also jetzt haben wir 4 Hasen, 3 Echsen. Essenstechnisch sollte... Warum liegen denn da 3 Millionen Steine auf einmal? Mehr kann ich da gar nicht produzieren. Warum liegen denn jetzt hier so viele Steine? Und Stick liegt da auch. Oh, was ist denn hier los? Falsch. Dann werde ich mir mal noch einen... Ich versuch's einfach nochmal. Storage ist da. Nein, wo ist denn Storage? Da. Einen Rockholder werden wir nochmal bauen. Bauen wir den dann am besten hin? Dann fahren wir jetzt mal dahin. Schwindet zwar wahrscheinlich sowieso gleich wieder, aber. So, mehr habe ich nicht. Dann muss ich noch ein Steinchen sammeln. Spinner. Was für einer? Die geht nicht kaputt. Na gut. Hast du Glück gehabt, Spinner. Da ist noch ein Stein, den kann ich nicht machen. Kann ich da jetzt auch noch welche reinlegen? Nehmen wir mal reinlegen. So, den Stein nehmen wir mit. Also Steine dürfte es mir jetzt nicht fehlen. Aber die Rocks sind halt... Da ist doch der Stickholder, verdammt. Herrgott, wenn ich hier nichts finde in diesem Laden. Und jetzt ist der weg, den ich... Ach, den habe ich ja da hinten für verbraucht, ne? Ja, passt schon. Wie viele Steine habe ich da jetzt? Einen und zwei Rocks. Ja, irgendwie komme ich hier nicht wirklich voran, habe ich so das Gefühl. Was ist das hier überhaupt, was ich hier gebaut habe? Lockholder sind das, oder? Ja, geht schon. Anzünden. Hunger habe ich natürlich, also essen wir jetzt doch mal. Hallo? So ein Viech. Passt schon. Au. Dann fangen wir jetzt an, die zweite Plattform zu bauen, denke ich. Das heißt, wir werden uns jetzt hier hinten mal so einen Baum holen. Da hat schon der Kanickel. Das rennt natürlich dann. Können wir hier mal nebenbei ein paar Steine und so aufsammeln. Weil wir ja die jetzt gerade schön weggetan haben, damit wir hier genug Zeug haben. Dann sind aber jede Menge Hasen. So. Der Baum muss dran glauben. Ja, ich weiß echt noch nicht. Also ich möchte jetzt erstmal hier das Lager weiter ausbauen. Ein bisschen mit diesen höheren Strukturen und was wir dann noch so treiben, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so die Riesengedanken gemacht. Aber da wird uns sicher schon was einfallen. Jetzt nehmen wir mal hier hinten den Baum. Weil bis hier hinten werde ich noch nicht bauen. Na, er fällt wenigstens in die richtige Richtung. Da waren aber viele drin. Zack, zack. Zurück. Gerade keiner da? Nö. Sieht nicht so aus. Hallo? Was soll denn der Scheiß jetzt? Das gefällt mir gar nicht. Jetzt brauchen wir erst wieder... ist denn die Defensive Wall. Da ist sie doch. Guck mal, wenn ich die jetzt irgendwie hingestellt kriege. Da habe ich immer so meine Probleme mit. Da? Nein? Achso, ich muss linksklick. Okay. Linksklick. Dann. So. Nein. Hä? Was bin ich denn jetzt? Nein. Von da. Irgendwie
will das nicht. Das regt mich jetzt ein wenig auf. Dann werde ich wahrscheinlich da so. In Ordnung, in Ordnung. Da brauche ich jede Menge Holzstämme für. Das ist ja gigantisch. Dann müssen wir jetzt erst wieder die Defensive Wall ein bisschen aufstocken. Sehr schön. Ist da wohl gerade irgendwie der Baum drauf gedonnert oder so? Aber was soll's, das kriegen wir schon hin, das ist kein Thema. Wie es immer irgendwas zu bauen gibt. Und ich wollte jetzt eigentlich da oben mit den Plattformen arbeiten, aber irgendwie wollen die nicht so, wie ich will. Jetzt hacken wir den Baum hier um. Wenn nach da oben ein bisschen frei ist, dann sehen wir auch, wenn da irgendwer rumrennt. Ach, das sind zwei Bäume. Super. So, danke. In welche Richtung fallst du? Nach da oben, natürlich. Zack, zack. Dann hallo. Danke. Also wie gesagt, die Mauer ist jetzt gerade mal echt wichtig. Da ist noch einer. Oh. Da fehlen uns noch zwei. Wo ist jetzt der Baum hingefallen? Ist nicht hier noch, also da nicht. Hallo. Na, den will ich doch gar nicht drucken. Fehlt mir nicht noch. Ja, klar, natürlich. Schön, wenn man in der Aufnahme dann vergisst, das Handy auf lautlos zu stellen. Geile Sache. Oh, hallo Echse. Das ist definitiv die falsche Axt. Jetzt ist die Echse weg. Läuft bei mir. Vielleicht sollte ich das mal eben kurz mit dem Handy erledigen, damit wir hier Ruhe haben. So. Weiter geht's. Ich brauche immer noch einen Lock. Also ich brauche eigentlich mehr Locks, weil ich will ja auch noch da die Plattform bauen. Insgesamt fehlen uns 9. Cool. Ich habe den Baumstumpf einfach weggeprügelt. So, 1, 2. Damit sollte die Mauer wieder fertig sein. Minimum. Tada! Jetzt können wir da oben weiter bauen. Das Holzding nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ach ja, immer dieses fleißige Gebaue. Jemand da? Gut. Dann ist jetzt der Baum dran, denke ich. Hase. Achso, wir können keine Stücke nehmen. Machen wir den Baum kaputt. Baum. Ja, gut. Ouch. Hallo? Brauchen. Spinne ich denn? Hier habe ich doch gerade den Baum umgehauen, oder? Ach, da oben ist eins. Es rollt von dannen. Da rollt noch eins. Hallo? Ich sehe niemanden. Das ist jetzt gut. Kann also jetzt keiner angreifen. Wobei, es müssten noch ein paar kommen. Das Teil ist noch nicht fertig. Ich brauche noch 7 Arme. 9 Köpfe. Ich sag ja, diese Blätter und alles, die machen mich so verrückt. Hasse. Ja, schade, läuft weg. Einen Baum brauchen wir noch. Da werden wir jetzt einfach den Kollegen hier nehmen. Da liegt noch eins, da liegt noch eins. Ich habe es. So, fertig, danke. Und drin. So, jetzt können wir hier rein. Auch von Nasse. Wir können erstmal, wir haben ja noch Viechers. Die Viech. Achso, wo habe ich das denn jetzt? Da. Ja. Da liegen ganz viele Stück. Achso, diese liegen da im Holder. Okay. Ich wollte eben kurz die Echse anbringen. So.
Ah, das ist schön. Das läuft richtig gut bei uns. Wir haben Essen jede Menge, wir haben Trinken jede Menge. Ich könnte noch ein paar Samen brauchen, dass ich da. Ich habe doch auch noch Aloe Vera. Was mache ich denn damit? Aloe Vera mit einem Tuch. Nicht? Schade. Medizin. Noch ein Aloe Vera? Noch ein. Na, irgendwas fehlt mir noch. Aloe Vera mit Alkohol. Nein, auch nicht. Nur ein Blatt. Was soll ich denn Aloe Vera mischen, damit ich Medizin kriege? Hasenfell. Auch nicht. Okay. Elektroteile? Check ich gerade nicht. Skin? Nö. Aloe Vera ist doof. Was kann ich denn damit machen? Ich kann Beutel bauen. Wie baue ich denn einen Beutel? Mit Leder bestimmt noch, oder? Nein. Wie baue ich denn einen Beutel? Man kann sogar einen Köcher bauen. Und Schuhe. Was baue ich da jetzt mit zwei Dingern? Ja, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Was baue ich denn da jetzt? Ja, bau doch. Das ist. Ah. Ein Beutel. Damit kann ich Berries sammeln. Ist das toll, ich bin begeistert. Ja, schön. Jetzt wollte ich gerne gucken, dass wir da oben zwischen den zwei Plattformen noch eine Brücke mal herbauen können. Weil die sind ja irgendwie ähnlich eh hier auf das Teil draufgekommen. Deswegen ist das ja gar nicht so schlecht. Elevated, eine Brücke. Kann ich anscheinend wieder nicht von hier oben anbringen. Also gehen wir da runter. Da liegt noch ein Stein. Ich habe es genau gesehen. Nächster Versuch. Brücke. Kann ich da anbringen? Wenn ich das jetzt finden würde. Da. Und dann. Klappt das nicht, weil ich den Bau, weil ich das Teil ja falsch gebaut habe wegen der. Ja, natürlich, natürlich, Sascha, du bist echt so intelligent. So, dann können wir die Plattform schon mal nicht benutzen. Dann müssen wir da einen Umweg gehen, weil ich ja unglaublich intelligent bin. Dann kann ich denn, wo war denn jetzt springen? Da. Ich komme trotzdem rüber, alles cool. Wenn ich daran eine Plattform baue, könnte ich. Weiß nicht, ob ich da um die Kurve. Wahrscheinlich kann ich um die Kurve nicht. Ja, also ist das schon mal richtig geil, was ich hier baue. Ich bin aus dem Häuschen. So wie immer. Also, was machen wir denn jetzt? Wir stehen hier, wir gucken blöd. Müsste aber noch warten, bis die Sonne untergeht. Dann würde ich sagen, nehme ich mir das mit den Steinen mit. Kann ich nicht. Sehr schön. Ja, wir haben irgendwie nicht viel zu tun. Das ist irgendwie voll blöd. Ich habe auch nicht wirklich überlegt, was ich mache. Ich wollte diese Plattform fertig bauen. Das habe ich jetzt getan. Und stehe ich da und guck blöd. Gegner sind gerade auch keine am Start. Und weil ich mich damit jetzt halt so übelst verbaut habe. Ärgert mich. Ärgert mich schon ein wenig. Wir gucken nochmal in unseren Hasenfallenteil. Ah, da ist irgendwie nichts drin. Nichtens. Sonne wird aber gleich untergehen, also brauchen wir da jetzt auch nicht groß noch auf Erkundungstour gehen. So, noch ein paar Samen für unseren. Was kann ich denn da essen? Das sind ja die giftigen Beeren. Ah, kann ich denn die giftigen Beeren? Ich weiß nicht, ob mir das jetzt etwas bringt. Nö. Die giftigen Beeren möchte ich auf jeden Fall nicht essen. Weil da haben sie ja gesagt, wenn es immer in Paaren ist, sind die giftig. Das ist ein Hase. Ach, das ist das Flugzeugwrack. Sind hier für Berries dran?
dunkle, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Da ist irgendwas mit Blume gewesen. Gucken wir uns jetzt noch eben ein bisschen um. Ob ich denn hier noch irgendwas finde, was interessant sein könnte. Vorne sind noch mehr Blumen, da gehen wir hin. Blume, Blume. Da sind noch Koffer. Ja, geil. Dann machst du jetzt bitte den Schatzkoffer auf. Danke. Ein Tennisball. Na, den Stoff nehmen wir mit. Und boing. Eine Uhr. Toll. Ist das? Keine Ahnung. Habe ich aber mitgenommen. Aha. Da ist noch ein Koffer. In dem Koffer ist Tuch. Also Stoff. Nehmen wir mit. Stoffbatterie nehmen wir mit. Hier sind voll viele Koffer. Das ist jetzt gerade richtig geil. Oh. Stoff, Medizin. Und Stoff und eine Candy Bar. Cool, das ist sehr geil. Doink. Stoffbatterie. Hier haben wir noch mehr Koffer. Da ist eine Hütte, aber das juckt uns gerade gar nicht. Weil wir voll cool sind. Balls of Steel und so. Bam, bam. Stoff, Stoff. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, das ist gut. Da können wir wieder richtig aufrüsten. Mit den wunderbarsten Sachen. Boing. Das tut gut, würde ich sagen. So, jetzt haben wir, glaube ich, koffertechnisch alles aufgemacht. Da ist noch einer. Nehmen wir. Jetzt muss ich nur langsam gucken. Jetzt wird es nämlich schon dunkel, dass wir jetzt einfach mal wieder... Da ist noch eine Blume. Jetzt in Richtung Heimat laufen. Sicher ist sicher. Weil wenn es jetzt hier so dunkel ist, dann möchte ich ungern noch draußen rumstehen. Ja, keine Ausdauer mehr, genau. Wo zum Henker ist denn meine... Ich habe da meine Feuerstelle und sowas abgebaut. Kann das sein? Ich brauche jetzt erstmal, das ist ganz wichtig, dieses Standing Fire wieder. Genau da. Und anmachen bitte. So. Dann ist da ausgeleuchtet. Feder. Perfekt. Steinchen. So ausgeleuchtet ist. Wie sieht es mit Essen aus? Ich esse mir nochmal. Das ist eigentlich da. Essen. Was haben wir denn jetzt so gefunden? Wir haben zwei Müsli-Riegel. Es waren da irgendwelche Samen dabei. Ja. Coneflower. Haben wir bekommen. Und Samen. Die werden wir jetzt erstmal kurz hier anpflanzen. Habe ich schon? Irgendwo habe ich die jetzt, glaube ich, gepflanzt. Ja, habe ich. Geld gefunden. Uhren. Ganz toll. Medikamente haben wir. Was sind das da? Batterien ohne Ende. Feder. Eine Kassette. Ja. Naja, so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Ja. Gehen wir in unser Baumhaus. Da ist es. So, kletter, kletter. So. Also bei dem ganzen Holz hätte ich ja schon ein bisschen Schiss, dass ich das mit meinem Feuerzeug abfackel. Wir speichern. Wir machen das jetzt so wie immer. Speicherslot 1 einfach. Wir schlafen. Und wenn das gut geklappt hat, hat es, dann können wir wieder speichern und das Ganze nämlich dann einfach mal an dieser Stelle beenden. Und ja, wie immer an dieser Stelle danke ich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne Kommentar oder Daumen hoch da lassen, würde mir auf jeden Fall riesig weiterhelfen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Forest. Haut rein!